Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Ich halte mich weit davon entfernt. Es ist eine sehr königlich aussehende Eisskulptur. Der Wind muss das Feuer ausgeblasen haben. Es ist abgeschlossen. Vielleicht komme ich später wieder. Da steht Gerichtsgebäude von Bermuda. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ich werde Sie wegen Missachtung des Gerichts vorladen, weil Sie nicht um Erlaubnis gebeten haben, sich dem Richtertisch zu nähern. Ich bitte demütig um Entschuldigung. Darf ich an den Richtertisch treten? Sie dürfen an den Tisch herantreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Wie plädieren Sie? Hier muss ein Fehler vorliegen. Ruhe! Ruhe im Gericht! Ruhe auf der Tribüne oder es wird Verhaftungen geben! Was hat euer Ehren falsch gemacht, um diese Ernennung zu erhalten? Schlagen Sie niemals einen Richter des obersten Gerichtshofs beim Cribbage. Euer Ehren, müsst ihr eure Roben selbst kaufen? Oder sind sie gerichtlich angeordnet? Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen. Euer Ehren, tragen Sie unter dieser Robe eine Hose? Bitte bedenkt, dass ihr unter Eid steht. Ruhe! Ruhe im Gericht! Wenn ich keine Ruhe bekomme, werde ich das Gericht räumen. Habe ich schon erwähnt, dass ich auf der Suche nach dem Geheimnis von Monkey Island bin? Solange die Angelegenheit nicht gerichtlich verhandelt wird, ist sie für mich nicht von Interesse. Allerdings erinnere ich mich an einen Fall vor einigen Jahren, in dem behauptet wurde, das Geheimnis sei ein Betrug und eine Masche, um Computerspiele zu verkaufen. Ich glaube, das wurde außergerichtlich gegen eine beträchtliche Summe geregelt. Das ist alles, Euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. Das ist jemand, den ich unbedingt kennenlernen muss. Darf ich an den Tisch herantreten, Euer Ehren? Sie dürfen an den Tisch herantreten. Das Gericht tagt jetzt unter dem Vorsitz von Richter Planke. Ich habe keine Angelegenheiten mit dem Gericht, Euer Ehren. Die Sitzung wird vertagt. Gemütlich. Nette Aussicht. Wow! Von hier möchte ich nicht runterfallen. Loderndes Feuer, schmelzendes Eis, sehr hügelig. Willkommen, treuer Untertan. Diese Streichhölzer sind speziell für Temperaturen unter dem Gefrierpunkt entwickelt worden. Haftungsausschluss, brennt nicht unter Wasser. Ich bin sicher, es sind viele.
Ah. Das ganze Schloss ist aus Eis. Zum Glück brennt hier ein Feuer, sonst wäre es eiskalt. Er füllt sich langsam mit Schloss. Am Ende der Planke. Mein einziges Exemplar. Bitte nicht anfassen. Hi. Grunt. Das habe ich nicht ganz verstanden. Grunt. Ich verstehe. Bermuda scheint ein freundlicher Ort zu sein. Grunt. Ich verstehe dich. Eure Majestät? Ha, kein Grund, so förmlich zu sein. Das ist Bermuda. Du bist Guybrush Threepwood, nicht wahr? Ich bin Odina die Neunte. Ich kenne deine Frau. Elaine? Du klingst unsicher. Wie viele Frauen hast du? Nur die, von der ich weiß. Was führt dich nördlich des 19. Breitengrades, Guybrush? Eure Krone, um genau zu sein. Ta, stell dich an. Alle wollen die Krone. Alle? Die Krone der Schlüssel ist ein zeremonielles Artefakt, das von der regierenden Königin von Bermuda getragen wird. Ursprünglich wurde sie aus den Hausschlüsseln der Einwohner hergestellt, als Geste des Vertrauens. Und oder Unterwerfung? Meine Vorgängerin als Königin ist diejenige, die den goldenen Schlüssel hinzugefügt hat. Ich finde, das verleiht dem Ganzen etwas mehr Pfiff. Natürlich müsst ihr sie von Zeit zu Zeit reinigen lassen. Sie bleibt perfekt sauber, solange ich nicht zulasse, dass fettige Piraten sie mit ihren Pfoten befummeln. Du darfst die Krone erst anfassen, falls und wenn du Königin wirst und nicht vorher. Königin werden? Interessant. Rein hypothetisch, wie genau würde eine Person Königin von Bermuda werden? Du musst es dir verdienen. Gewinne sie. Entreiße sie dem eisernen Griff der vorherigen Königin. Die meisten Menschen können das natürlich nicht schaffen. Aber nach den Traditionen von Bermuda sind alle willkommen, es zu versuchen. Um Königin zu werden, musst du deine Qualifikationen unter Beweis stellen, indem du die aktuelle Königin in 3 Wettbewerben besiegst. Die Wettbewerbe testen deine Herzhaftigkeit, deine Ernsthaftigkeit und deine Intelligenz. Ich habe einige von diesen Dingen. Wir werden sehen. Und kein Schummeln. Wir werden sehen. Könnt ihr mir mehr Details zu den Wettbewerben geben, um Königin zu werden? Der Wettbewerb der Herzhaftigkeit ist ein Essenswettbewerb. Roher Fisch. Nenn es Sushi, wenn du dann besser schlafen kannst. Beim Wettbewerb der Ernsthaftigkeit musst du ein ernstes Gesicht bewahren. Wer zuerst lacht, hat verloren. Was ich nie tue. Der Wettbewerb der Intelligenz ist ein Algebra-Test. 20 Sekunden Zeit, die beste Antwort gewinnt. Und ja, ich habe immer die beste Antwort. Das klingt, als ob du das ernst meinst. Ich fordere euch zum Wettbewerb der Herzhaftigkeit heraus. Komm mit mir. Wir müssen in die Stadt gehen. Siehst du die Triangel? Es gibt 3 davon hier im Gebäude. Eine für jeden Wettbewerb. Wenn du eine Herausforderung formell aussprechen willst, läutest du die Triangel. Dios mio! Ein weiterer Wettbewerb! Meine Damen und Herren, obwohl mich Ihr Appetit auf diese ekelhafte Angelegenheit immer wieder erstaunt, ist es meine feierliche Pflicht, diesen Wettbewerb der Herzhaftigkeit zu beurteilen. Wie Sie alle sehr genau wissen, besteht das Ziel darin, erfolgreich und dauerhaft mehr rohen Fisch zu verzehren als der Gegner. Der heutige Fisch für die Herausforderung? Schleimaal. Moment mal! Der Eimer der Fülle enthält keine Fülle! Es sind überhaupt keine Fische drin! Und ohne Fisch kann der Wettbewerb nicht stattfinden! Gehen Sie alle nach Hause!
Es ist die baldige ehemalige Königin. Es ist ein leerer Eimer. Ich spüre, wie die ganze Wärme durch den Schornstein entweicht. Ich meine, ich schätze, das ist Algebra. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Ich meine, ich schätze, das ist Algebra. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Jetzt sieht es zumindest aus wie ein Feuerplatz. Ich könnte das beruflich machen. Ich meine, ich schätze, das ist Algebra. Ich habe eigentlich keine Ahnung. Willkommen, Eure Majestät und Mr. Threepwood, zum Wettbewerb der Intelligenz. Vor jedem von Ihnen liegt eine fortgeschrittene Algebra-Aufgabe. Lösen Sie die Aufgabe so vollständig wie möglich. Und vergessen Sie nicht, Ihre Arbeit zu zeigen. Kein Gucken, kein Kopieren, kein Vertauschen von Papieren und kein Schummeln. Ich werde in 20 Sekunden zurückkommen, um Ihre Arbeiten zu benoten. Ihre Zeit beginnt jetzt! Nicht abschreiben. Die Zeit ist um. Ich nehme die Papiere. Ich bin sehr überrascht darüber, aber die Beweise sind eindeutig. Mr. Threepwood ist der Gewinner. Aber wie ist das möglich? Eine saubere Lebensweise, regelmäßige Bewegung und ein Gehirn wie ein Berg. Dicht, unbeweglich und durch Erosion geformt. Man kann sehen, warum ich Schwierigkeiten mit der Vorstellung habe. Nächstes Mal haben Sie mehr Glück. Ein Wettbewerb geschafft, 2 stehen noch aus. Du hast ihn so vorgefunden? Er war über 200 Jahre alt und der Einzige auf der Insel. Eine unersetzliche, natürliche Ressource. Was sollen wir jetzt damit machen? Zahnstocher herstellen? Wie viele Menschen außer dir wissen überhaupt, wo dieser Baum steht? Nicht viele. Ich habe erst kürzlich jemandem davon erzählt, aber... Aber was? Wer war es? Tja, seltsamer Zufall. Er ist aus Holz geschnitzt, aber er ist sehr lebensecht. Meine Damen und Herren, zu Ihrem Vergnügen präsentieren wir Ihnen zum 11. Mal in dieser Woche den Wettbewerb der Ernsthaftigkeit. Aha! Oh!
Auf dieser Seite ist die amtierende Königin Odina die Neunte von Bermuda. Und auf dieser Seite der Herausforderer, Guybrush Threepwood, derzeit arbeitslos und ohne festen Wohnsitz. Wenn sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Kennst du die Geschichte von dem Mann, der seinen Scurvy Dog gepfeffert hat? Er meinte, da läge der Hund im Pfeffer begraben. Es braucht schon mehr als das, um mich zum Lachen zu bringen. Kann ich eine Auszeit nehmen? Nein. Wie nennt man einen Papagei mit einem Bein? Habe ich schon gehört. Du kannst genauso gut aufgeben. Ich habe schon alle Witze gehört, die es auf dieser Welt gibt. Wettbewerber, die Zeit ist abgelaufen. Da keiner von Ihnen gelacht hat, ist der Wettbewerb unentschieden. Bis dann. Im heutigen Wettbewerb der Herzhaftigkeit geht es um Schleimaale. Es ist ein leerer Eimer, aber er riecht ziemlich fischig. Der heutige Fisch für die Herausforderung? Schleimaal. Moment mal, das ist nicht die richtige Fischsorte. Ich muss den Wettbewerb abblasen, bis die Angelegenheit geklärt ist. Ich möchte Sie auch an die örtliche Verordnung 217 erinnern, die die Fälschung von Wettbewerbsmaterialien betrifft. Betrachten Sie sich als gewarnt. Es ist die baldige ehemalige Königin. Gibt es etwas Besonderes an diesem Stumpf? Nein. Warum? Er war markiert, also dachte ich, dass es vielleicht einen tollen Gag über eine geheime Öffnung zu einem Tunnelsystem oder so etwas geben würde. Bitte machen Sie keine Witze über Tunnel neben dem Gefängnis, Sir. Nähern Sie sich bitte nicht dem Tor, Sir. Sind Sie bei den Seeteufeln? Ich sage nichts. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Seien Sie gegrüßt, Kollege Seeteufel. Haben Sie eine Geschichte zu erzählen? Es war mein erster Ausflug nach Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. Und dann, ganz plötzlich, wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt. Mit Augen wie das Schicksal und einer Haut, die von 100 Harpunen tätowiert war. Die Kreatur nahm Reißaus wie ein alter Seemann vor einem Stück Seife. Natürlich mussten wir dann das Feuer löschen. Hören Sie, ich möchte Ihnen etwas über Angler erzählen. Damit meinen Sie Menschen, die angeln? Richtig. Aber wenn Sie einer sind, würden Sie Angler sagen. Das würde ich. Jede Subkultur hat ihre eigene spezielle Sprache. Wörter mit einer für diese Subkultur spezifischen Bedeutung. Wenn Sie sie verwenden, vermitteln Sie sowohl Bedeutung als auch Zugehörigkeit. Das klingt gut.
Deshalb enthalten authentisch klingende Fischgeschichten immer eine Menge Anglerjargon. Ich würde zum Beispiel nicht sagen, dass mir ein großer Fisch die Schnur zerrissen hat, sondern dass ich mit einem harten Köder gekämpft habe, als ein Fischschlag mein Vorfach zerfetzte. Das ist sowohl sehr spezifisch als auch schwer zu verstehen. Das ist genau der Punkt. Wollen Sie es mal versuchen? Nee, ich glaube, ich hab's kapiert. In Ordnung. Keine schlechte Geschichte. Wissen Sie, mit wem Sie sprechen sollten? Elaine Marley. Sie ist ziemlich berühmt, aber sie ist nett. Vielleicht empfängt sie sie. Vielleicht. Danke. Hallo. Besteht die Möglichkeit, dass ich in den Steinbruch reinkomme? Nicht viele versuchen, hier reinzukommen. Nur raus. Was ist der Grund für Ihren Besuch? Ich hatte auf eine Führung gehofft. Wir bieten hier keine Führungen an. Die einzigen Menschen, die das Gebäude betreten dürfen, sind die Gefangenen. Und ich nehme an, auch die Leute, die Gefangene besuchen. Aber das tut niemand. Ich würde gern einen Gefangenen besuchen, bitte. Wir haben zwar eine Besuchsregelung, aber die ist ziemlich streng. Wen wollen Sie hier sehen? Stan. Wir haben tatsächlich einen Stan. Ich bin ein wenig überrascht, dass er einen Besucher hat. Können Sie beweisen, dass Sie ihn kennen? Ich kann ihn beschreiben. Laute Jacke. Hört nie auf, seine Arme zu bewegen. Oder seine Lippen. Das klingt zwar nach ihm, aber ich muss erst einmal konkrete Beweise sehen. Bringen Sie mir einfach etwas, das zeigt, dass Sie beide jemals zusammen in einem Raum waren. Auf diese Weise kann ich meinem Chef sagen, dass ich meine Arbeit getan habe. Was halten Sie von diesem Bild, das mich und meinen sehr lieben Freund Stan zusammen zeigt? Wir haben es bei einem Treffen unseres örtlichen Bisamrattenclubs malen lassen. Sie sehen aus, als stünden Sie sich sehr nahe. In Ordnung. Sie können reingehen und ihn sehen. Aber keine Fluchtversuche. Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Sie wollen nicht direkt dort stehen, wenn ich das Tor öffne. Stellen Sie sich neben einen Stumpf. Alles klar. Weißt du, wo Stan ist? Geh weiter! Du wirst ihn finden! Kennst du Stan? Ganz hinten. Lauter Typ, großer Hut. Ganz hinten. Hast du Stan gesehen? Geh weiter, du wirst ihn finden. Kennst du Stan? Ganz hinten. Weißt du, wo Stan ist? Ganz hinten. Weißt du, wo Stan ist? Geh weiter, du wirst ihn finden. Lauter Typ, großer Hut. Ganz hinten. Weißt du, wo Stan ist? Er ist in der hinteren Ecke. Lauter Typ, großer Hut. Gleich hinter dem Tunnel. Sieht so aus, als hätten sie Platz für einen weiteren Gefangenen. Es sieht aus wie ein geheimer Fluchttunnel. Hey Stan. Hallo, mein Junge. Schön, dich zu sehen. Weswegen bist du hier? Piraterie. Du wurdest ungerecht behandelt, Junge. Das macht jeder. Es ist nicht einmal ein Verbrechen, aber eigentlich schon. Und da du hier bist, habe ich eine Idee, die ich mit dir teilen möchte. Ich möchte, dass du über diese zwei Worte nachdenkst. Eis. Skulptur. Getrennt voneinander sind sie aufregend. Stärke. Eleganz.
und Transparenz. Zusammen können sie Leben verändern. Die Kälte der Arktis kombiniert mit dem Glanz der Avantgarde. Stan, nicht heute. Warte nicht zu lange. Sie gehen weg wie warme Semmeln. Wusstest du, dass es dort drüben einen Fluchttunnel gibt? Oh nein, mein Junge. Ich kann nicht flüchten. Das wäre nicht klug. Ich bin ja nur für einen Monat hier. Ich habe eine Kopie der richterlichen Anordnung hier. Ja, ich bin wirklich glimpflich davongekommen. Zum Glück haben sie mein Schneeballsystem nie aufgedeckt. Sonst hätte ich wahrscheinlich 10 Jahre gesessen. Erzähl mir mehr über das Schneeballsystem, das du erwähnt hast. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum das Gesetz so eine große Sache daraus macht. Es ist einfach kreativer Umgang mit Geld. Einfach, wenn du weißt, was du mit den Zahlen machen kannst. Ich habe diesen Buchhalter, Ned Filigree. Er ist ein Genie mit diesem Zeug. Wenn Sie jemals seine Unterlagen sehen würden. Nun sagen wir mal so. Das Erste, was ich mache, wenn ich rauskomme, ist, den ganzen Papierkram zu verbrennen. Bist du sicher, dass du nicht willst, dass ich dich befreie? Wie ich schon sagte, bin ich in einem Monat sowieso raus. Bis dahin komme ich mit den Fesseln klar. Wie war noch einmal der Name deines Buchhalters? Ned Filigree. Er ist gut und arbeitet billig. Aber sei vorsichtig. Er hat einen Hang zu akribischer Buchführung, die problematisch werden kann, wenn jemand zu genau hinschaut. Meine Jagd nach dem Geheimnis von Monkey Island läuft super. Gut für dich, Junge. Der Geschäftsschluss kommt für uns alle viel zu früh. Du musst alle Snacks probieren, die du kriegen kannst, bevor es soweit ist. Hier ist es wirklich ruhig. So hört sich Produktivität an. Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsier dich gut, mein Junge. Hier, Stan. Ich glaube, das ist deine Zahnbürste. Süßer Lebkuchenkuchen. Das ist die alte Bessie ganz recht. Ich bin dir sehr dankbar. Sieht aus, als wäre ein Gefangener geflohen. Wahrscheinlich durch diesen Tunnel. Toll, was du da machst. Absolvent der Kunstschule, was? Sehr cool. Du machst einen tollen Job. Du machst einen tollen Job. Hallo. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Ich nehme an, dass du eine Geschichte erzählen willst, aber ich sehe dir schon an, dass du nicht bereit bist für Leute wie uns. Weißt du, mit wem du reden solltest? Deine Frau, Elaine. Du musst wissen, dass sie schon seit Jahren Mitglied ist. Ja, natürlich, das wusste ich. Danke. Sind das Aale? Schleimaale. Sehr lecker. Aber lass sie sich nicht um deinen Hals wickeln. Ich würde meine Fische gern gegen ein paar Schleimaale eintauschen. Ausgezeichnete Wahl. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. Das sollte ihm etwas Pfiff verleihen. Ich habe sie mit Dämonenpfeffer aufgepeppt.
Ich habe einmal versucht, das zu lesen, aber ich konnte es nicht zu Ende bringen. Warnung! Versuchen Sie diese Tricks nicht zu Hause. Es ist dicker, als ich es mir vorgestellt habe. Im Klappentext heißt es, eine solide, wenn auch etwas vorhersehbare Geschichte über einen schurkischen Piraten und eine zum Scheitern verurteilte Romanze mit einer Frau von Rang. Kann ich dieses Buch ausleihen? Gut, gut. Danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich werde das auf jeden Fall zurückgeben. Warnung. Versuchen Sie diese Tricks nicht zu Hause. Das ist die richterliche Anordnung für Stans Inhaftierung. Da steht, dass er nur noch einen Monat hat. Ich brauche einen echten Marketing-Experten, jemanden, der Fußpuder an Fische verkaufen kann. Hi. Hi. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Guybrush, du bist den Seeteufeln beigetreten. Das freut mich. Vielleicht hilft dir ein neues Hobby, dich vom Geheimnis abzulenken. Sicher. Dann lass mal hören, was du zu bieten hast. Es war mein erster Ausflug nach Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. Und dann, ganz plötzlich. Wurde mein Schiff von einem gigantischen Alabasterwal verschluckt, mit Augen wie das Schicksal und einer Haut, die von 100 Harpunen tätowiert war. Ich verhalf ihr zur Flucht, als die Nacht hereinbrach. Wir schreiben uns noch immer von Zeit zu Zeit. Das ist schön, Guybrush. Aber ich glaube, du hast den interessantesten Teil ausgelassen. Wie war es im Inneren des Wals? Was passierte da drin? Die Menschen wollen von der Erfahrung hören. Das ergibt Sinn. Willst du es mal versuchen? Nee, ich glaube, ich hab's kapiert. Okay, du solltest der Seeteufelführung im tollen Hecht eine Geschichte erzählen. Hallo. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel.
Hast du eine Geschichte zu erzählen? Und sei nicht nervös, wenn du denkst, es sei ein Test, um zu sehen, ob du die Kunst beherrschst. Auch wenn das genau das ist. Es war mein erster Ausflug nach Monkey Island. Die Mannschaft war unruhig. Und dann, ganz plötzlich... wurde unser Schiff von einem riesigen Kraken mit 40 Tentakeln angegriffen, die wie grässliche, sich windende Finger des Meeres selbst aussahen und nach uns griffen, um uns hinunterzuziehen. Drinnen war es, als würde man auf Weichkäse laufen, mit Flüssen von Erbsensuppe, die stank wie die Köderkiste einer Landratte. Zum Glück kann der durchschnittliche Seemann den Geschmack einer Meerjungfrau nicht von dem eines Bullenbeißers unterscheiden, den man in einem Fischkorb findet. Ich verhalf ihr zur Flucht, als die Nacht hereinbrach. Wir schreiben uns noch immer von Zeit zu Zeit. Ich war mir nicht sicher, warum du Meerjungfrauen erwähnst, wenn es in der Geschichte keine gab. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Hast du eine Geschichte zu erzählen? Und sei nicht... Auch wenn das genau... Es war mein... Und dann... ganz... wurde mein Schiff von... Das Schiff wurde auseinandergerissen wie vier betrunkene Hochzeitsgäste, die sich um die letzte Auster streiten. Ich zündete den Rumpf mit Flambés Kopf an, damit er unter Wasser brannte, blendend wie die Sonne und wütend wie das Meer. Ich verhalf ihr zur Flucht, als die Nacht hereinbrach. Wir schreiben uns noch immer von Zeit zu Zeit. Das ist eine schöne Geschichte, aber sie klingt nicht wie die Erzählung eines Anglers, um ehrlich zu sein. Sei gegrüßt, Kollege Seeteufel. Sei gegrüßt. Hast du eine... Und sei nicht... Auch wenn das... Es war mein erster... Und dann... wurde mein Schiff von... Das Schiff wurde aus... Ich machte eine Angelschnur aus meinen eigenen Haaren. Dann steckten wir einen Regenschirm-Kombiköder in das Maul des Tieres und holten es von innen ein. Das war eine Wahnsinnsgeschichte. Du hast eindeutig alles gelernt, was es zu lernen gibt. Ich erkläre dich hiermit zum Seeteufel-Großmeister. Glückwunsch! Wow, danke. Das ist eine große Ehre. Und ich weiß, dass ich gesagt habe, dass es keine Belohnung für den Erfolg mit den Seeteufeln gibt, aber das ist schon eine echte Errungenschaft. Deshalb schenken wir dir diese Erinnerungstrophäe. Da steht Ehrenseeteufel. Oh, danke, Leute. Ich bin gerührt. Da steht Ehrenseeteufel. Komm nicht auf dumme Gedanken, wenn ich nicht auf dem Schiff bin. Kein Problem. Ich werde so tun, als wäre ich einer der Schreiber.
Dandelion. Elaine und ich könnten eine Marketingberatung gebrauchen. Die Marley-Stiftung versucht, Skorbut zu bekämpfen, indem sie Limetten verteilt. Aber niemand ist bereit, sie zu nehmen. Ich fühle deinen Schmerz, mein Junge. Ich hatte ein ähnliches Problem beim Verkauf von Rettungswesten in der Landwirtschaft. Manchmal wissen die Leute nicht, was sie wollen, selbst wenn sie es wollen. Hast du irgendwelche Werbematerialien? Elaine hat dieses Flugblatt gemacht. Ich sehe das Problem. Das ist von vorne bis hinten falsch. Mit diesem Geschwätz kannst du nicht mal Wasser an Fische verkaufen. Es ist ein bisschen trocken. Es stehen Fakten drin. Schlimmer noch, wissenschaftliche Fakten. Ich werde mich mit ihr treffen müssen, um das zu klären. Kannst du mir nicht einfach sagen, was ich tun soll und ich sage es ihr? Nein, nein, das geht nicht. Dinge gehen beim Übertragen verloren. Ein Viren ist kein Viren, wenn es nicht aus dem Maul eines Pferdes kommt. Nichts gegen dich, mein Junge, aber du bist kein Profi. Du könntest nicht die Nuancen vermitteln, die hier nötig sind. Sie und ich müssen uns zusammensetzen. Und zwar von Angesicht zu Angesicht. Ich werde es ihr sagen. Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsier dich gut, mein Junge. Auf dem Stuhl des Verteidigers sitzt der gusseiserne Magen von Odina der Neunten, der amtierenden Königin von Bermuda und unangefochtenen Meisterin der Herzhaftigkeit. Und auf dem Stuhl des Herausforderers, der den ganzen Weg aus der südlichen Karibik zurückgelegt hat und noch im Besitz fast aller seiner ursprünglichen Zähne ist, sitzt der Neuling Guybrush Threepwood. Jeder von ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich. Und jetzt möge... Das könnte ein bisschen pikant sein. Nun, es scheint, dass beide Kandidaten Probleme haben. Ich erkläre diesen Wettbewerb für unentschieden. Die Teilnehmer können nun auf Wunsch einen Arzt aufsuchen. Ich habe sie mit Dämonenpfeffer aufgepeppt. Ich glaube nicht. Er ist gefüllt mit Schleimaalen und Dämonenpfeffer. Jeder von ihnen. Ah.
Bitte legen Sie Ihren... Er ist gefüllt mit Schleimaalen und Dämonenpfeffer. Bitte legen Sie Ihren Fisch auf Ihren Teller. Und jetzt möge das Essen beginnen. Nun, es scheint, dass beide Kandidaten Probleme haben. Ich erkläre diesen Wettbewerb für unentschieden. Die Teilnehmer können nun auf Wunsch einen Arzt aufsuchen. Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Es ist eine Fackel, die ich selbst angezündet habe. Vertriebs- und Marketingleute wie Stan sind ein Schandfleck für die Gesellschaft. Aber ein Monat war alles, was ich ihm geben konnte. In dem Fall fehlte es an Beweisen. Wenn es einen rechtskräftigen Beweis gegeben hätte, hätte ich ihm 10 Jahre ohne Chance auf Bewährung gegeben. Er hat mir einmal ein undichtes Schiff verkauft. Zählt das? Das Gericht entscheidet nicht zulässig, da die Verjährungsfrist abgelaufen ist. Die Sitzung wird vertagt. Es ist viel zu hoch, um es zu erreichen. Hi. Hi. Du hast nicht zufällig einen Mob, oder? Nein. Kein Problem. Ich brauche eigentlich keinen. Ich war nur neugierig. Könntest du zum Eissteinbruch auf Bermuda kommen, um mit Stan über dein Flugblatt zu sprechen? Oh nein, da kann ich nicht hin. Das sieht nicht gut aus. Er muss hierher kommen. Aber es ist ein Gefängnis. Und dass er es nicht verlässt, ist sozusagen die Hauptidee. Wie lange dauert es, bis er raus ist? Ein Monat. Das ist gar nicht so schlecht. Bist du sicher, dass du nicht mit Stan im Eissteinbruch reden kannst? Ganz sicher. Er muss hierher kommen. Okay. Wie kommt es, dass das Bild von uns auf deinem Schreibtisch in 2 Teile zerrissen wurde? Tut mir leid, dass du das gesehen hast. Es gab einen Zwischenfall mit einer Möwe. Sie ist mit dir in die Limettenhaine geflogen. Ich habe gesucht, aber ich konnte dich nicht finden. Ich verstehe. Ich liebe dich. Ich dich auch. Hallo. Ich würde meine Fische gern gegen ein paar Schleimfische eintauschen. Starker Bursche. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. Ich würde meine Fische gern gegen ein paar Schleimaale eintauschen. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. Das sind eher Schlangen als Fische.
Das sollte ihm etwas Piff verleihen. Ich hätte gern eine neue Kiste mit Schleimaalen. Ich schreibe es auf deine Rechnung. Danke. Das sind eher Schlangen als Fische. Du solltest vielleicht die restlichen Flammen löschen. Danke, das werde ich tun. Der Tod wartet auf alle, die eintreten. Ich würde umkehren, wenn ich du wäre. Ich könnte mir etwas einfangen. Oder etwas könnte mich einfangen. Halt! Bist du sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Wir sind sicher. Niemand ist jemals hundertprozentig sicher. Er ist für eine lange Zeit weggesperrt. Dieser Gerichtsbeschluss im Verfahren gegen Stan S. Stanman könnte dich interessieren. Oh, was ist das? Nur ein Monat? Oh nein! Nimm diese Unterlagen! Bring sie zum Gericht auf Bermuda! Sie werden wissen, was sie mit ihnen machen sollen. Das ist eine sehr schädliche Sache. Stan wird mindestens 10 Jahre bekommen. Ich würde mich ja selbst darum kümmern, aber ich muss fürs Zeugenschutzprogramm packen. Oh Gott! Ich bin kein Experte, aber das Zeug sieht so finster aus wie eine Eiche in einer Höhle. Das sollten genug Beweise sein, um Stan für eine sehr lange Zeit einzusperren. Euer Ehren, ich lege diese höchst nachteiligen und belastenden Finanzdokumente als Beweisstück A im Fall alle gegen Stan vor. Die Beweise sind eingegangen. Das Gericht verlangt, dass Ned Filigree eine eidesstattliche Erklärung abgibt, wenn diese Beweise akzeptiert werden sollen. Könnte euer Ehren bitte das Statut zitieren, das eine eidesstattliche Erklärung in folgenden Fällen verlangt? Statut 7, Abschnitt H, Unterabschnitt G, in Klammern E. Ich verstehe. Und Abschnitt U, in Klammern E, in Klammern II, Unterabschnitt A, in Klammern B. Okay. Und Abschnitt L, in Klammern M, Unterabschnitt AA. Ich ziehe die Frage zurück. Für das Gericht kann ich erklären, dass ich Ned Filigree bin. Dieses Gericht kann anhand der Zollpapiere feststellen, dass Ihr Name tatsächlich Guybrush Threepwood lautet. Ich führe meine Buchhaltung aus steuerlichen Gründen unter einem Pseudonym. In Anbetracht dieser neuen Beweise verurteile ich Stan hiermit zu 10 Jahren Zwangsarbeit im Eissteinbruch. Ohne Aussicht auf Bewährung. Bitte bewahren Sie diese rechtsverbindlichen Dokumente für Ihre Unterlagen auf. Wer ist der Idiot, der eine Fackel neben einer Eisskulptur gestellt hat? Das ist der geheime Tunnel zum Eissteinbruch.
Ich habe eine beunruhigende Nachricht zu deinem Urteil. 10 Jahre? Oh nein, ich kann einen Monat durchhalten, aber nicht 10 Jahre. Du musst mich hier rausholen. Betrachte es als erledigt. Hey Stan. Du musst mich hier rausholen, Junge. Ich kann keine 10 Jahre absitzen. Dieser Schlüssel passt nicht. Dieser Schlüssel passt nicht. Dieser Schlüssel passt nicht. Ich bin nicht gut darin, Dinge zu manipulieren. Sieht aus, als wäre ein Gefangener geflohen. Wahrscheinlich durch diesen Tunnel. Gehen Sie weiter. Alles klar. Ich halte mich weit davon entfernt. Jeder von Ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vor sich. Das ist mein offizieller Wettbewerb der Herzhaftigkeit-Teller. Während der Wettbewerbe ist es nicht erlaubt mit... Er ist gefüllt mit Schleimaal. Und jetzt möge das... Der sieht gut aus, relativ gesehen. Es fühlt sich an, als würde er in meiner Kehle zappeln. Meine Damen und Herren, die Gewinnerin und amtierende Champion, Königin Odina. XYZZY.
Ich schätze, das funktioniert nicht überall. Ich glaube nicht. Vielleicht muss ich sie im Notfall essen. Toll, was du da machst. Hey Stan. Du musst mich hier rausholen, Junge. Ich kann keine 10 Jahre absitzen. Ich kann die Seriennummer lesen. Ich werde sie aufschreiben. Willkommen zurück. Hallo. Er sieht bereits gut genährt aus. Können Sie mir einen Schlüssel mit dieser Seriennummer erstellen? Sicher. Ein Fesselschlüssel, was? Spezielle, extrem kalt gehärtete Version. Diese Fesseln werden gar nicht mehr hergestellt. Ich nehme an, Sie haben sie schon eine Weile? Oh ja, sie sind schon seit Generationen in meiner Familie. Das ist der geheime Tunnel zum Eissteinbruch. Das ist der Schlüssel, den ich für Stans Fesseln gemacht habe. Ah, Freiheit. Lass uns hier verschwinden, bevor sie vorbeikommen und die Fesseln wieder einfrieren. Ja, ich möchte dich mitnehmen, um mit Elaine über die Limetten zu sprechen. Ich bin so froh, dass Sie kommen konnten, Mr. Stanman. Ich freue mich immer, wenn ich einem anderen Unternehmer in einer nicht konkurrierenden Branche helfen kann. Beginnen wir mit dem Branding. Limette klingt nach einem Reinigungsmittel. Es ist dünn, es ist unattraktiv. Wenn man es laut ausspricht, klingt es wie Jammern. Wir brauchen etwas mit Pfiff, etwas, das knallt. Wie Rasierbomben oder saure Bomben oder so. Ich verstehe, was Sie meinen. Guybrush, du warst auch einmal ein junger Mann mit Adrenalinproblemen. Was meinst du? Säbelfrucht. Gefällt mir. Du hast eine Zukunft, mein Junge. Ihr Werbeflugblatt muss auch weg. Lassen Sie mich Ihnen zeigen, was ich denke. Wir wollen Schlangenöl, Kristallvibrationen. Je wundersamer und unwahrscheinlicher es klingt, desto besser. Ich bin mir nicht sicher, ob mir Lügen gefällt. Dann werden wir es nicht in Worte fassen, sondern ein Bild verwenden. Bilder lügen nicht, sie deuten an. Guybrush, wenn Säbelfrüchte irgendetwas auf der Welt für dich tun könnten, was würdest du dir dann wünschen? Das Geheimnis von Monkey Island finden? Guybrush! Das ist gut, aber ich denke da eher an eine Superkraft. Unglaubliche Kraft?
Gut, ja. Muskeln auf deine Muskeln. Zum Schluss brauchen wir noch eine Aufforderung zum Handeln. Werde kalt oder werde dunkel oder nimm das. Die sagen nichts aus. Müssen sie auch nicht. Es ist nur ein kurzer, prägnanter Slogan, der den Eindruck erweckt, dass du jetzt sofort etwas tun sollst. Beiß rein. Fast zu aussagekräftig. Aber ich denke, wir können damit arbeiten. Das ist ihr neues Flugblatt. Zeigen Sie den Leuten das und sie werden um ihr Produkt betteln. Sie legen den Preis fest. Erstgeborenes, alles. Eigentlich werden wir sie verschenken. Dies ist eine Initiative für die öffentliche Gesundheit. Was? Also das ist doch Unsinn. Man verschenkt nicht den besten Bullen, nur weil die Leute Bullen brauchen, wenn sie mir folgen können. Ich spüre hier definitiv etwas von einem Bullen, wenn sie mir folgen können. Nun, es ist sowieso an der Zeit zu schließen. Sie können mir meinen Anteil schicken. Ich bin weg. Folgen Sie mir nicht. Ihr Anteil? Jetzt warten Sie doch mal einen Moment. Das ist ein sehr überzeugendes Stück Marketing. Ich leihe mir das einfach mal für eine Weile aus. Ich habe aufregende Neuigkeiten über Skorbut für euch. Lest das hier. Säbelfrüchte, die neue erstaunliche Wunderfrucht. Lässt Haare nachwachsen, entfernt Bauchfett. Heilt auch Skorbut. Fantastisch. Hast du ein paar dieser wunderbaren Säbelfrüchte? Na klar, genau hier. Diese kleinen grünen Kerlchen. Bist du sicher, dass da keine Wissenschaft drin steckt? Seht euch das Flugblatt an. Ihr werdet keinen Hauch von Wissenschaft finden. Wir sind gerettet! Beiß rein und willkommen an Bord! Ich bin mir sicher, dass Sie eine kleine Flagge nicht vermissen werden. Aber ich frage lieber nicht nach. Es ist Bella Fischers Flagge. Sie hat 15 kleine Markierungen am Rand und ist mit einem Loch versehen. Es ist Bella Fischers Flagge. Sie hat 15 kleine Markierungen am Rand und ist mit einem Loch versehen. Das Loch zeigt die genaue Position. Ich werde sie mit einem X markieren. Die Aussagen sind ein wenig durcheinander, aber eindeutig enthusiastisch. Das ist wirklich spannend.
Vorsicht da unten! Sea Monkey 2. Jeder liebt eine Fortsetzung. Liegen wir auf der Lauer oder warten wir einfach nur? Das ist ein toller Schädel. In jeder Gruppe von Dingen gibt es immer eins, das man am wenigsten mag. Streng genommen ist es illegal, Piraterie ohne Flagge zu betreiben. Die Sea Monkey. Nach dieser Plakette wurde mein altes Schiff benannt. Ich werfe nie ein gutes Stück Pergament weg. Ich bin noch nicht einmal sterblich. Es ist wunderschön. Sieht aus, als hätte ich dich aufgespürt. Man könnte sagen, ich bin der Sache auf den Grund gegangen. Er glänzt. Es ist nicht meine Schuld. Sie hätten den Schlüssel nicht so fest reinstecken sollen. Ich bin nicht abergläubisch, aber ich habe schon zu viele wütende Geister gesehen. Ich haue besser ab. Er hat vielleicht etwas Meeresschlamm abgekriegt, aber immer noch einer der schönsten Schlüssel, die ich je gesehen habe. Freeboard! Am Leben? Wie ist das möglich? Jemand hat ihn mit einer alten Frau auf der unteren Straße sprechen sehen. Ich habe es selbst bestätigt. Ich mache mir mehr Sorgen um die alte Frau als um Freeboard. Wer ist sie? Nur ein alter Knochensack. Machen Sie sich keine Sorgen um sie. Ich habe mich um sie gekümmert. Hervorragend! Sie hatte einen Schlüssel bei sich. Einen großen, goldenen. Wollen Sie ihn? Nein, nein, wir brauchen die Schlüssel nicht. Wir haben einen besseren Weg. Versteck ihn einfach dort, wo Threepwood ihn nicht bekommt. Wo denn? Ist mir egal. Lass dir was einfallen. Ja, Captain. Jetzt habe ich noch eine Aufgabe für dich. Du musst auf dem Weg ein paar Dinge von unserem Schiff holen. Ich sehne mich nach dem Tag, an dem unsere Rollen vertauscht. Von hier aus sieht es ziemlich klar aus. Eines Tages wird das alles mir gehören. Ich beeile mich besser. Ich weiß nicht, wann LeChuck zurückkommt. Bist du schon fertig mit dem Witzebuch? Emotional? Ja. Es ist nicht so lang und ich habe es schon 16 Mal gelesen. Kann ich das Witzebuch zurückhaben? Und was soll ich dann lesen? Du hast gesagt, du bist fertig. Du hast es 16 Mal gelesen. Es ist zwar langweilig, es immer wieder zu lesen, aber besser als nichts.
Bist du sicher, dass ich das Witzebuch nicht zurückhaben kann? Es ist zwar langweilig, es immer wieder zu lesen, aber besser als nichts. Nicht den Kopf hängen lassen, Bob. Das ist immer noch nicht lustig. Hey, Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es ist Voodoo-Tricks, die Sie zu Hause machen können. Ich habe keine Ahnung von Tricks. Und mein Haus wurde vor 75 Jahren von einem Tsunami zerstört. Trotzdem, vielen Dank. Irgendwie unverantwortlich von Rose, ihn einfach so herumliegen zu lassen. Verdächtig einfach, aber damit kann ich leben. Also sagt der Schrubbi, der Mob oder der Eimer? Es gibt so viele andere Dinge, die ich im Moment tun könnte. Warum dauert der Zauberspruch so lange? Entspann dich. Layla weiß, was sie tut. Meine Mutter hat immer gesagt, eine gute Pizza braucht Zeit. Das ist idiotisch. Willst du mich oder meine Mutter beleidigen? Ja. Na, das klingt doch lohnenswert. Wenn ich mich irre, wäre es ein großer Fehler, ihn zu nehmen. Und wenn ich recht habe, wäre es ein noch größer. Hallo. Ich habe Bella Fischers Angelplatz gefunden. Ja, sicher hast du das. Wenn du schon Seemannsgarn spinnst, dann versuch wenigstens ein bisschen Wahrheit unterzubringen, Junge. Aber vertrau uns in dieser Sache. Na gut, dann eben nicht. Habt ihr das Erdbeben gespürt? Das haben wir. Zuerst dachte ich, es wäre nur mein Magen, der sich über mein Frühstück beschwert. Ei, das haben wir alle gedacht. Ich bin auf der Jagd nach dem Geheimnis von Monkey Island. Das Geheimnis? Was für ein Preis! Ich weiß! Man sagt, dass der Pirat, der das Geheimnis besitzt, niemals versenkt werden kann, dass der Wind immer seine Segel füllt. Früher hätten wir es vielleicht selbst gejagt. Aber wir haben sozusagen einen neuen Fisch an der Angel. Wie läuft's, Seeteufel? Sprich leise, Guybrush. Vergiss nicht, dass die Gesellschaft halb geheim ist. Die Betonung liegt auf halb. Aber das ist nicht mit Absicht. Ich denke, ich werde mir den heutigen Fang ansehen. Du wirst keinen besseren finden. Hi. Hey, Junge. Ich habe eine Warnung für dich. Eine Warnung? Du bist in Gefahr. Eine stämmige kleine Geisterfrau ist mir auf die Schliche gekommen und hat mich übel zugerichtet. Sie hat mir meinen goldenen Schlüssel weggenommen. Oh nein! Ich weiß, wann ich geschlagen bin. Ich gebe das Geheimnis auf. Du solltest auch aussteigen. Danke für die Warnung. Bist du okay? Nur mein Geist ist zerbrochen. Der Rest von mir wird heilen. Ich glaube, ich habe deinen Schlüssel gefunden. Das ist gut. Du bist jetzt der Aufpasser.
Ich brauche die Gefahr nicht. Ich habe 3 goldene Schlüssel. Gut für dich. Aber sei vorsichtig. Man sieht sich, Whitey. Höchstwahrscheinlich. Komm schon! Danke. Danke, dass du mein Buch zurückgegeben hast. Kann ich dieses Buch ausleihen? Gut, gut. Hey Bob, ich habe ein tolles Buch für dich. Es klingt nachvollziehbar. Es ist Am Ende der Planke. Oh, ich habe das mit meinem Buchclub gelesen. Es ist eine mittelmäßige Geschichte über einen schurkischen Piraten und eine zum Scheitern verurteilte Romanze mit einer Frau von Rang. Das Ende taugt nichts. Welche Art von Büchern magst du denn? Mittlerweile würde ich lange sagen. Ich setze auf pure, unverfälschte, massive Länge. Das Problem mit Büchern ist, dass sie enden. Warte, bis du dran bist! Hinweis für den Leser. In diesem Buch werden keine Verkleidungsgeheimnisse enthüllt. Kann ich dieses Buch ausleihen? Gut, gut. Hey Bob, möchtest du dieses Buch lesen? Es handelt von einer Reise, die nie endet. Klingt interessant und lang. Hier hast du dein Witzebuch zurück. Das ist Flambés Unterwelt-Witzebuch mit Witzen über Dämonen und Dingen aus der Unterwelt. Okay, du. Es ist Zeit für einen Starrwettbewerb. Okay, du. Es ist Zeit für einen Starrwettbewerb. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Wie nennt man einen Piraten mit 12 Schwertern? Was auch immer er will. Ist das Beste, was ihr zu bieten habt? Thank you.
Oh, ich habe kürzlich einen tollen Witz über Dämonen gelesen, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern. Ich würde über dein Unglück lachen, aber ich bin nicht so ein Mensch. Wettbewerber, die Zeit ist abgelaufen. Da keiner von Ihnen gelacht hat, ist der Wettbewerb unentschieden. Bis dann. Okay, du. Es ist Zeit für einen Starrwettbewerb. Das ist Flambés Unterwelt-Witzebuch mit Witzen über Dämonen und Dingen aus der Unterwelt. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Kennst du die Geschichte von dem Piraten, der seinem Papagei eine Ente gab? Polly wollte einen Quacker. Es braucht schon mehr als das, um mich zum Lachen zu bringen. Eine Kuh betritt eine Bar mit einem Piraten auf dem Rücken. Habe ich schon gehört. Du kannst genauso gut aufgeben. Ich habe schon alle Witze gehört, die es auf dieser Welt gibt. Wettbewerber, die Zeit ist abgelaufen. Da keiner von Ihnen gelacht hat, ist der Wettbewerb unentschieden. Bis dann. Ich glaube, es hat keinen Saft mehr. Wenn Sie alle zur Ruhe kommen, wird der Wettbewerb beginnen. Der erste Teilnehmer, der lacht, ist der Verlierer. Warum sind Wortspiele über Blizzards nicht lustig? Weil sie Schnee von gestern sind. Die Gewinnerin und noch immer Champion, Königin Odina. Viel Glück beim nächsten Mal. Bis dann. Wenn Sie alle zur Ruhe... Kennst du die Geschichte von dem Piraten, der seinem Papagei eine Ente gab? Polly wollte einen Quacker. Ist das das Beste, was ihr zu bieten habt? Warum haben Dämonen Hörner auf ihren Köpfen? Weil sie unter den Armen zu unpraktisch sind. Den habe ich noch nie gehört. Meine Damen und Herren, der Gewinner ist Guybrush Threepwood. Woher hast du dieses Buch? Ich konfisziere das. Nur noch ein Wettbewerb. Es muss weggeweht worden sein. Was soll ich jetzt tun?
Nach diesem Streit kann ich Stan nicht mehr hierher zurückholen. Hätte ich doch nur gleich Kopien gemacht. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Jetzt bin ich wieder genau da, wo ich angefangen habe. Entschuldigung, stören wir? Nein, tut mir leid. Was kann ich für Sie tun? Wir würden gern ein paar Säbelfrüchte kaufen. Wir sind knapp bei Kasse und wollen Haarausfall verhindern und überschüssiges Bauchfett abbauen. Sie, Moment mal. Woher haben Sie diesen Namen? Wir haben ein Flugblatt gelesen. Wir haben gehört, dass die Vorräte begrenzt sind. Das Flugblatt! Das ist mein Entwurf. Mein einzigartiges, unmöglich zu ersetzendes, projektrettendes Flugblatt. Haben Sie es? Bitte sagen Sie mir, dass Sie es haben. Nee, tut uns leid. Es ist ins Meer gefallen. Gefallen? Als ob es nicht deine Schuld gewesen wäre. Nun, es war nicht meine Schuld. Es war deine. Warte, ich weiß. Sie könnten den netten blonden Piraten um ein Flugblatt bitten. Blonder Pirat? Er ist derjenige, der es uns gegeben hat. Er segelt in einem seltsam aussehenden kleinen Schiff herum.